Vor den Schauern gab es am Mittwoch längere, trockene und freundliche Phasen wie hier in Nürnberg. Nach so einem Schauer bildet sich aber auch gern mal ein Regenbogen. Zumindest in den Abendstunden, wenn die Sonne tief steht. Und das passierte genau in München am Dienstagabend. Das Schauerwetter, das geht im Großen und Ganzen auch in der zweiten Wochenhälfte weiter. Wobei es jetzt von Donnerstag auf Freitag auch mal ein Zeitfenster von 12 bis 18 Stunden gibt, wo es komplett trocken bleibt. Da schiebt sich nämlich das kleine Hochdruckgebiet Wessner rein. Zunächst gibt es aber noch Schauer und Gewitter. Am Donnerstag braut sich da in Bayern wieder einiges zusammen. Vor allem rund um die Mittagszeit ist da viel unterwegs. Aber dann macht sich das Hochdruckgebiet bemerkbar. Im Laufe des Nachmittags fallen die Schauer mehr und mehr in sich zusammen. Abends ist es dann meistens komplett trocken. Zunächst sieht es aber in Oberbayern nach einem unbeständigen Donnerstag aus. Immer wieder schauert und gewittert es. Erst im Laufe des Nachmittags wird es allmählich trockener und freundlicher. Im böigen Wind schaffen wir nur 12 bis 15 Grad. Bei uns in der Region ist es am Morgen oft trocken. Dann wird es immer wieder mal nass und gewitterig. Aber zum Nachmittag und Abend hin wird es wieder trockener. Und dann kommt auch häufiger die Sonne raus. Die Temperaturen steigen auf 14 bis maximal 17 Grad. Rund um Pfingsten bleibt es bei diesem wechselhaften Wetter. Immer wieder kann es mal nass werden, aber es gibt auch immer wieder mal so ein paar trockene Zeitfenster. Vor allem der Pfingstmontag sieht vielversprechend aus. Da gibt es viel Sonnenschein und die Temperaturen steigen bis auf 20 Grad.